Okay, wir sind auf dem Bazar, dann wollen wir uns doch mal umschauen und umhören. Können wir mit ihm sprechen ganz normal? Hallo? Wir konnten doch gerade noch reden. Ja, hier klappt ja schon wieder alles wunderbar. Ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Ja, entspann dich doch. Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir haben schwer geschuftet, Männer. Zeit für eine Pause. Okay, wunderbar. Dann können wir sie jetzt auf jeden Fall mal befreien. Hab Dank, Said. Jetzt erzähl mir was. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zu Bagdads Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Okay.